Ja, Mensch, herzlich willkommen zu Kalimos Rederunde, dieses Mal mit dem Thema Echtgeldbezahlungen in bereits gekauften Spielen, beziehungsweise so Mikrotransaktionen und Pay-to-Win-Modelle in echten, bereits erworbenen Spielen. Nicht in Free-to-Play-Games, sondern halt in den Titeln, die man für 50, 60 Euro kauft. Und zwar kommt es ja immer wieder vor, dass Entwickler sich darauf berufen, dass sie da dann irgendwelche Dinge in dieses Spiel implementieren, die dann Geld kosten, das man dazu kaufen soll. Beispielsweise war das bei Dead Space 3 so, dass man dort bestimmte Gegenstände bzw. Ressourcen für Waffen kaufen konnte und damit konnte man dann seine Waffen herstellen. Also man konnte nicht alles bekommen im Spiel, ohne Geld auszugeben, beziehungsweise es hätte wesentlich länger gedauert, wenn man das alles immer wieder gesammelt hätte und jedes Mal wieder angefangen hätte mit dem Spiel oder so etwas. Und das finde ich etwas bedenklich, so, dass man das schon einbaut als Publisher, weil man irgendwie merkt, dass man kein Geld mehr mit diesen Spielen verdient, mit diesen einmal gekauften. Das ist schon ich würde jetzt nicht direkt sagen Armutszeugnis, aber es ist tatsächlich schon ein drastischer Schritt in diese Richtung. Alles, was wir jetzt kaufen, ist trotzdem irgendwie minderwertig. Ich weiß nicht. Also Free-to-Play-Spiele, die richtig gut sind, die kosten ja nix und die zwingen dich auch nicht dazu, etwas zu kaufen. Das finde ich perfekt, wunderbar. Wenn man da was ausgeben möchte, dann soll man das tun und dann soll das auch geschehen, aber dann wirst du ja nicht darauf hingewiesen, ja, kauf dir das jetzt, sonst verpasst du alles von dem Spiel. Nee, du kannst ja eigentlich irgendwelche Farben kaufen für deinen Panzer in World of Tanks oder was weiß ich nicht. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht mit aus, aber man kann sich halt kosmetische Items kaufen oder so etwas, Booster oder irgendwie so. Aber was ich dann Verarschung finde, ist, weil man bezahlt für diese Free-to-Play-Spiele ja nichts. Da kann ich auch nicht böse sein, dass ich irgendetwas nicht bekomme, was ich jetzt bezahlt habe. Ich habe ja das legitim umsonst runtergeladen und kann damit auch mit Einschränkungen rechnen. Auch bei schlechten Free-to-Play-Spielen, wo du dir dann eine Waffe kaufen kannst, die dann OP ist oder so etwas. Und im Spiel halt nicht freispielbar ist, ohne Geld zu investieren. Aber wenn ich jetzt ein Spiel kaufe für 50 Euro und da drin dann noch Geld ausgeben soll, dann finde ich es schon ziemlich dreist. Man könnte das ist Betrug, mehr oder weniger. Nein, beziehungsweise, es ist halt so, du gibst halt Geld aus und musst dann nochmal Geld ausgeben und nochmal. Also das ist schon so ziemlich drastisch. Und auch noch eine andere Sache, die dazu kommt. Man kann sich ja auch für Spiele, die man jetzt bereits besitzt, zum Beispiel Diablo 3, kann man sich ja auch Gold von irgendwelchen Keyshops, MMOGA oder sonst wo hier kaufen. Und ich persönlich finde es, da habe ich nämlich mit zwei aus meiner Skype-Konferenz bereits drüber geschnackt, beziehungsweise ich bin da ein wenig in Rage geraten, denn die haben das gemacht, die haben sich bei FIFA 14 200.000 Coins für irgendwie 2 Euro oder 2,50 Euro oder so gekauft und ich bin der Meinung, dass man damit betrügt. Man braucht extrem lange, um diese Summe an Coins zusammenzusammeln und zusammenzuspielen und ich persönlich finde es schlimm. Also man betreibt dadurch ja auch irgendwie Pay to Win, weil man kann sich dadurch dann die richtig guten Spieler kaufen. Zwar investiert man ja Geld dafür. Man sagt hier, ich bin es gerne leid, hier lange zu spielen und bezahle lieber 2 Euro und dann habe ich das sofort. Aber das ist für die Leute, beispielsweise mich, die das dann auf lange Sicht spielen wollen und halt ehrlich spielen. Ich werde dieses Spiel nicht irgendwie noch mit Geld reinpumpen unterstützen oder so etwas. Außerdem werden die Entwickler dadurch ja nicht unterstützt. Nein, aber die Leute, die das ehrlich spielen, die werden komplett verarscht. Weil du siehst dann, oh, wie kann der denn das alles haben? Der hat da schon lange gespielt, der hat richtig Spielerfahrung. Nö, der kauft sich die Scheiß. Und das finde ich halt, das ist so ein Kräftevergleich Kräfteungleichgewicht, um genau zu sein, was ich persönlich nicht dulden kann. Und ich werde da auch nicht einsehen, dass ich da komisch reagiert habe auf die, als ich gesagt habe, die seien dumm, beziehungsweise nicht dumm, sondern die würden mir und eventuell auch anderen Leuten den Spaß an dem Spiel nehmen, weil sie eben für Geld das extra kaufen können. Vielleicht habe ich da auch ein bisschen überreagiert.
Es könnte ja mal, könnte ja sein, dass einer von euch auch schon mal so etwas gemacht hat und dann würde ich gerne mal wissen, ob er das aus Spaß gemacht hat oder ob er das wirklich mit dem Ziel gemacht hat. Ich möchte jetzt unbedingt meine Zeit hier abkürzen in solchen Spielen und möchte das nicht machen. Und so, und wie habt ihr euch dabei gefühlt? Oder für die Leute, die das nicht gemacht haben, wie würdet ihr diese Sache beurteilen? Bin ich da etwas zu hart ins Gericht gegangen? Oder wie ist das? Allgemein jetzt einmal bezogen auf die von den Publishern hergestellten Dinge, also hier Dead Space 3 als Beispiel. Oder halt auch an der anderen Seite diese Angebote von MMOGA, weil da spielt ja irgendein Asia-Farmer kauft dann, spielt dann da 200.000 Coins zusammen und die kann man sich dann kaufen, der bietet dann auf deinen Spieler und dann ist halt alles geregelt, aber das, ja, wie findet ihr das, was haltet ihr davon, ja, und vielleicht könnt ihr auch noch Vorschlag für das nächste Thema hier reinschreiben in die Kommentare. Ich werde mir das gerne annehmen und mal gucken, ob ich dazu was sagen kann. Ja gut, das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite aus mal etwas zum Thema Games bezogen. Endlich mal wieder und nicht wieder über die Jugend geschnackt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr da mal einen kleinen Kommentar schreibt, dass es euch gefallen hat. Okay, ich bin gespannt auf das, was in den Kommentaren landet. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und